Hello and welcome to the Slingshot channel. Today it's myth busting time. A lot of people watched my katana video and I realized I've done a million things wrong. That's why I decided to visit an expert. So I'm here with Stefan Roth, who is a lot of things. You are a swordsmith, but you are also a martial arts expert. Can you introduce yourself? Ja, also mein Name ist Stefan Roth. Ich mache seit 44 Jahren Kampfkunst und seit 20 Jahren schmiede ich Schwerter. So what you do is someone can approach you and ask you to make his dream sword, and it doesn't really matter what origin it has. So it could be a Japanese sword, it could be a European sword, it could be an Oriental sword. Yep. You could technically go into a museum, take a photo and then approach you. And then wait 3 years until you deliver, right? Ja, also man kann zu mir kommen und ich schmiede ganz individuelle Schwerter. Ich habe auch immer sehr viele wissenschaftliche Projekte, wo wir versuchen, einfach alte Techniken wieder zu rekonstruieren und wieder ins Leben zu erwecken. Also wir schmieden also sehr, sehr viel mit Luppenstahl oder Tamahagene. Und das unterscheidet uns, glaube ich, doch wesentlich von vielen anderen Schmieden, die also meistens nur aus Federstahl oder halt aus dem sogenannten Damaszener Stahlschwert schmieden. And I understand you just returned from Japan, so you have been to Japan as well and visited the Japanese masters. So you are the go-to expert, I understand, if you want to talk about katanas, old katanas, modern katanas, practical katanas, collector pieces, all this. Okay, and this is your workshop. This is where you actually make all these swords. Genau. Also hier schmiede ich meine ganzen Schwerter. Ich schmiede zum größten Teil nur mit Holzkohle. Oder eigentlich nur mit Holzkohle. Und ja, hier entstehen meine ganzen Kunstwerke. And this is some of the raw material, but you also have traditional raw material, right? So this is traditional raw material. As used for ancient swords, right? Das ist richtig. Also wir haben jetzt hier einmal, bevor man überhaupt beginnt, überhaupt Stahl zu machen, haben wir einmal hier Eisensand. Im Japanischen nennt sich das Satetsu. Ist das Sand? Eisensand. Oh, I've been to a lot of beaches in my life, but never seen sand like that. Oh, this is really heavy. It yeah. Feels like it's already pure. It doesn't look like there's anything else but iron in the sand. Ja, es hat einen relativ hohen Eisengehalt, ne? Okay. And then you take it to make this. Genau. Wenn man jetzt einen Rennofen baut, oder im Japanischen nennt man das Tatara-Ofen, das ist im Prinzip ein rechteckiger Kasten, der Einblasdüsen hat, wo man Luft einführt. Der wird abwechselnd mit Holzkohle und Eisenerz befüllt und dann kommt dann nach ein, zwei Tagen, je nachdem wie groß der ist, kommt dann halt sowas raus. Kommt eine sogenannte Eisenluppe raus. Im Japanischen ist das Tatara-Schmelze und das Zeug nennt sich Tamahagane. It looks like a piece of charcoal, but it is really heavy. Yes. Wow. Ja. Entweder wie Holzkohle oder ich sage immer Koralle. Like a coral, yeah. I've seen prettier corals, but... Genau, genau. Das sieht natürlich jetzt noch relativ roh aus, ist auch im Prinzip noch sehr inhomogen. Das heißt, man hat an manchen Stellen, was ich, wie zum Beispiel hier, hat man ungefähr 1,4 bis 1,5% Kohlenstoffgehalt. Hier hinten kann das also auch schon viel weniger sein. Hier hinten könnte es rein theoretisch auch 0,5 sein. Das ist auch einer der Gründe, warum man früher die Schwerter also falten musste, um einfach den Stahl halbwegs homogen zu machen. Das ist ein Stück, was habe ich aus Japan mitgebracht. Das hat mir ein Schwertschmied dort geschenkt. Wenn man das jetzt also ganz nah an unser Stück hält, sieht man also, dass das 1:1 genauso aussieht, das Material. Das ist also vom Material her sehr, sehr ähnlich. Mm-hmm. And then this entire folding process begins. And this is because you just said that the carbon containment is different, so it's not homogene, it's very heterogene. No. Yeah. And this means that you do this to really spread this evenly throughout the blade later on. So this is why you hammer on it and you fold it many times. Genau. Just to make sure that it is the same all over the blade before the hardening. The first question I have. A modern katana,
made from really good material. Is that, from the standpoint of a fighter in combat, superior to a traditionally made katana with tamahagane? Also was die Kampftauglichkeit betrifft, würde ich sagen, ist ein moderner Stahl definitiv besser als ein traditioneller Stahl. Also man muss ganz klar differenzieren zwischen einem japanischen Kunstschwert und einem Lego-Schwert oder Sportgerät, so wie man es heutzutage herstellt. Okay. Well, let's have a look at two of these swords and compare them. Here we have the Boka Akito, which we've already seen. And next to it is a 75 years old Japanese sword from the early Second World War. Is that correct? Das ist richtig. Also wir haben jetzt hier ein ca. 75 Jahre altes Gunto, ein Offiziersschwert aus dem Zweiten Weltkrieg oder Beginn des Zweiten Weltkriegs. Das kann man im Prinzip eigentlich mit dem Böker-Schwert vergleichen, weil dieses Schwert also auch eine ganz rein pragmatische Waffe ist. Das hat also mit einem Nihonto in dem Sinne nicht wirklich was zu tun, mit einem japanischen Kunstschwert. Beide Klingen sind aus einem Kohlenstoffstahl geschmiedet, das heißt, es sind keine gefalteten Klingen, sondern diese Klingen sind wirklich ausschließlich, in dem Fall vielleicht für den sportlichen, vielleicht für den Trainingsbereich und in dem Fall halt für den Kriegsbereich geschmiedet worden. So this is a veritable war sword and it was once carried by a Japanese officer. Genau. Also diese Schwerter wurden von japanischen Offizieren im Zweiten Weltkrieg getragen und natürlich auch eingesetzt. Mm-hmm. So this sword might have seen some action. We don't know. But it might have. It looks gorgeous. I mean, look at this handle. It looks like it's been polished from I don't know how many hands. And it also is very sleek. It has a much more sleek blade form here. And this is the sword that you will be using for the cutting test. Genau, das werde ich für einen Schnitttest verwenden, das Schwert. It's going to be amazing. So the next thing people always said is that Japanese swordsmith took the tamahagane and folded it that many times only to get the impurities out. So they have been saying the material, the raw material was very poor, but it was what these guys had. So they had to use this. And without the folding, it would have been useless and crap. Is that the truth? Ja, man muss im Prinzip den Stahl einigen. Das ist schon ganz korrekt. Vor allem ist es wichtig, den Kohlenstoffgehalt im Stahl gleichmäßig zu verteilen. Man versucht, das, was man heutzutage im modernen Stahl von Haus aus hat, einen gleichmäßigen Kohlenstoffgehalt, homogenes Material, versucht man praktisch mit diesem inhomogenen Material zu erreichen, indem man das halt einfach durchfaltet. Okay, but the final product, after all this folding and so on, that is in quality is not so unsimilar to a modern steel. I mean, it's probably not the same quality, but it's quite close, I understand. Is that the truth? Ja, das ist richtig. Also es ist so, dass das Tamahagane schon ein sehr, sehr reines Material ist. Vergleichbar mit einem unligierten Kohlenstoffstahl. Aber man muss natürlich dazu sagen, industrieller Stahl ist natürlich einfach überlegen. Das ist halt einfach so. Ansonsten, wenn die alten Stähle wirklich so gut wären, wie sie oft angepriesen werden, also wie es oft angepriesen wird, dann würde die Industrie natürlich diesen Stahl benutzen und nicht einen Kohlenstoffstahl. Ne? Okay, but still, it's interesting to know that you know, it's not really bad steel. It's really good steel after all this folding, right? Nach dem Schmieden, klar, ist der Stahl gut, ist gar keine Frage. Aber es ist natürlich auch erstens eine Kostenfrage. Und zweitens, beim Schwert ist das Stichwort, das physikalische Stichwort, Zugfestigkeit. Ein moderner Stahl hat viel höhere Zugfestigkeit als das alte Material. Die Schwerter schmiedet man ja heute in Japan aus Tamahagane nicht, weil man möglichst leistungsfähige Katanas haben möchte, sondern weil man Kunstschwerter herstellt. Man möchte möglichst kunstfertige, traditionelle Schwerter herstellen. Das ist jetzt ein antikes Schwert, das ist von 1750 ungefähr. Also bei solch einem Schwert kann man natürlich dann schon von einem Nihonto sprechen. Okay. So this is not meant to be a fighting sword, but this is most of all a piece of art and culture, right? Sowohl als auch. Man kann das Schwert natürlich ohne weiteres genauso als Waffe benutzen. Das wurde ja auch gemacht. Also früher gab es ja gar nicht die Möglichkeit, Monostahl zu der Zeit zu verwenden, sondern bis ungefähr vor 150 Jahren haben die Menschen ja Tamahagane oder Luppenstahl verwendet.
Es gab technisch keine andere Möglichkeit. So, but if one of these antique masters would have had access to modern steel, like order it online or something, he would have preferred that and not going through this procedure to, you know, fold the tamahagen until it's pure enough, right? Also ich denke, dass viele Meister sich nach dem modernen Stahl die Finger geleckt hätten. Allerdings muss man natürlich das in Japan auch ein bisschen differenziert sehen, weil eine japanische Schmiede, eine traditionelle japanische Schmiede, ist ein heiliger Ort. Das heißt, es sind dort shintoistische Rituale werden dort vollzogen. Der Schmied trägt praktisch den Hakama und Gi, also Jacke und Hosenrock, genauso wie der Priester im shintoistischen Schrein. But I understand that folding a modern steel is nonsense, because there is no need for doing this. So a modern steel, nobody would care to fold it, right? Ja, das ist absolut richtig. Also heutzutage braucht man Stahl natürlich nicht mehr zu falten. Man macht das zwar, um Damaststahl zu erzeugen, aber das macht man aus reiner Erzeugung von Mustern und Oberflächen und so weiter. And it is quite beautiful. I think aesthetically this is a beautiful steel. Yeah. It's just for practical purposes, it's no longer needed. Es macht keinen Unterschied. Also ob man mit einem gefalteten Schwert schneidet oder mit einem Monostahlschwert. Also da gibt es meines Erachtens keinen Unterschied. Okay, so people said that katanas are, in comparison with the European sword, are more vulnerable, more sensitive and break more easily. Is that your opinion too? Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also beim japanischen Schwert ist es natürlich so, dass nur die Schneide partiell gehärtet ist. Ganz einfache Physik. Wenn ich einen Stahl komplett durchhärte, ihn anschließend wärmebehandle, kann ich über die Wärmebehandlung, also praktisch über die Rückwärme, kann ich steuern, wie flexibel oder wie hart der Stahl ist. Wenn ich einen Stahl habe, der nur partiell gehärtet ist, im oberen Bereich aber weich bleibt, dann ist das halt eine sehr empfindliche Klinge. Das heißt also, Seitenbelastungen vertragen diese Schwerter nicht und haben einen Nachteil, dass sie an der Schneide sehr hart sind und dadurch natürlich relativ leicht ausbrechen. Okay, if I understand correctly, this means that a Japanese sword will chip out very easily at the cutting side, at the blade side, and will also bend very easily. Genau, das ist richtig. And a European sword would do neither of that. It would still eventually chip, but not to that same degree. And it would probably never bend, because it's completely hardened. Genau. Also bei europäischen Schwertern ist es so, dass sie komplett durchgehärtet sind und dadurch eher wie eine Feder sind. Sie sind sehr flexibel, hochbelastbar dadurch. So a European sword would snap back like a spring, and at some point it would break, but it would never bend. Klar, kann natürlich auch so ein Schwert brechen, aber es gibt einen Test, den man also auch schon zu keltischer Zeit gemacht hat, indem man sich eine Schwertklinge auf den Kopf gelegt hat und hat die Klinge dann bis zu den Schultern runtergezogen. That's a scary idea. I think even I would probably not dare doing that. Okay. Also japanische Schwerter brechen nicht, die kann man verbiegen, man kann sie auch wieder zurückbiegen, je nachdem wie stark das ist. Ist okay, aber das ist natürlich nicht das, was man unbedingt im Kampf braucht. So, if I Google online and I want to buy a katana, a good katana, then they all list these numbers. 1045, 1055, 1090. So naturally, I would always go for the best. So go for the highest number that is available. What is the meaning behind these numbers? Also diese Bezeichnung 1045, 1055 und so weiter und so fort zeigt eigentlich nur, wie viel Kohlenstoffgehalt der Stahl hat. Ein gutes japanisches Schwert, sowohl als ein europäisches Schwert, sollte immer so zwischen 0,6 bis 0,7% Kohlenstoffgehalt haben. Alles, was da drunter und alles, was da drüber ist, ist also sehr fragwürdig. Wenn es zu wenig Kohlenstoff hat, wird er nicht hart genug, der Stahl. Hat er zu viel, ist natürlich eine Bruchgefahr an. Your recommendation for a katana or for a European sword would then be 1055 or 1065 or something like that? Also ich würde vielleicht 1055 bis 1065 nehmen. Yeah, so I bought a fairly weak sword. So this Bülker Akito that I bought for the test, and actually I bent it back into shape halfway afterwards, and also I tried to, you know, polish out the damages. That it bent and also chipped the steel. Would the result of this test would have been different if I would have been using a better sword from 1055 or 1065 steel? Or is that exactly what would happen if I would take a more quality sword?
Also bei den Stählen jetzt, wenn man so einen Test macht, dann wird sich das nicht großartig unterscheiden, ob ich jetzt einen 1045 oder 1065 nehme, das ist dann egal. Ich denke mal, bei dem Test kam es ja auch nicht darauf an, jetzt, ob das jetzt ein Originalschwert ist oder ob das jetzt ein Sportgerät ist, sondern eigentlich eher auf das Verhalten. Das Verhalten habe ich ja definitiv gleich. Das ist im einfachen Grunde, weil das Schwert ist auch partiell gehärtet, es hat einen Hammer. Das heißt, ab hier ist es weich drüber. Das wird sich ähnlich verhalten, auch wenn ich jetzt selbst ein traditionelles Tamahagen genommen hätte, das hätte wahrscheinlich genauso abgeschnitten. And that means that because the hardened part breaks and the unhardened part bends. So this is actually why I selected this sword. I selected it because it was the cheapest sword that was partially hardened, so the result would have been comparable to a better, more expensive sword. Yeah. So tell me, you know, your opinion. Uncushioned, just the truth. Is this a deco? Is this a ball hanger decoration sword, or is this a practical sword? Ja, also man muss natürlich ganz klar sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt bei dem Schwert. Für den Preis ist das also schon ein Highlight, kann man nicht anders sagen. Klar, man kann natürlich immer alles besser machen, aber ich denke mal, wenn man das jetzt als Sportgerät nimmt oder damit halt Tatami-Matten schneidet, reicht das völlig aus. So Böker advertises this as a budget sword for cutting tests, and you would say this is exactly what it is, right? Yeah. Not more, not less. Yeah. My precious Böker Akito, as you see, it suffered, and I tried to repair it, and then I've done a rather sluggish job on that. Now, can a sword like this be repaired at all? Ist natürlich schwierig, das zu reparieren. In dem Sinne, man kann das also nur runterschleifen. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum viele Schwerter heute nicht mehr so aussehen, wie sie ursprünglich mal ausgesehen haben. Weil natürlich im Laufe der Jahrhunderte die so oft überpoliert wurden, dass sie eigentlich nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. So this is a sword that you, a European sword, that you made some years ago, right? Richtig, das ist richtig. Das habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht. And this is a double-sided European sword. And, you know, as you see, it looks quite different to the katana, but it's also different from its structure. I understand this is completely hardened, so it doesn't have any unhardened part, and therefore it will not bend, it will rather break, but never bend. Genau. Also das Schwert ist jetzt komplett durchgehärtet, dadurch ist es flexibel wie eine Feder. Das heißt, man kann es biegen, dann federt es auch wieder zurück. Und beim japanischen Schwert ist das halt nicht gegeben, weil die Klinge halt nur partiell gehärtet ist. Und durch diese partielle Härtung habe ich keine Flexibilität in der Klinge. Auch wenn das in vielen Fachbüchern so drinsteht, dass die flexibel sind, sie sind nicht flexibel. Okay, but this sword, if you would sharpen it to the same degree as a katana, it would not hold the edge quite the same way. It would, because it's not hardened to the same level as the cutting edge of the katana, it always will be a little bit more blunt. So a katana is slightly sharper, but it bends, and this is the price that you have to pay for the sharpness. Im Prinzip ja. Also im Prinzip ist das so, dass man die europäischen Schwerter zwar auch genauso scharf machen kann wie ein Katana, allerdings hält es die Schärfe nicht so lange. Beim japanischen Schwert ist es so, dass dadurch, dass die Schneide extrem hart ist, kann ich das natürlich richtig schön scharf machen und es bleibt auch relativ lange scharf. Dafür ist es natürlich sehr anfällig. All right. So this is my orc sword, the famous one. I actually tried to sharpen it a little more, yeah. And it is a little bit sharper, but it's also more vulnerable now. I understand this is a cheap steel that cannot be hardened, correct? Das ist richtig, das ist ein Baustahl. Baustähle kann man nicht härten, weil die haben halt keinen Kohlenstoffgehalt. Es gibt eine Möglichkeit, wie man den Stahl einem härteähnlichen Zustand zufügen kann, indem man jetzt die Schneide, wenn man die jetzt behämmern würde, also kalt behämmern würde, dann wäre der Stahl an der Schneide bedeutend härter. So you just put it on an anvil and take my hammer and bing, 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 genau. All day long? Man kriegt dann eine sogenannte Gefügeverzerrung hin. Ah, okay. And then it would be harder than now, but not as hard as a tempered steel. Ja, der ist nicht so hart. Dann. Aber man würde schon das merken. Früher hat man das ja auch bei Sensen gemacht, dass man die auch gedengelt hat. Das kann man natürlich bei so einem Baustein auch machen. And do you think it is possible to cut a tatami with this one too? Ja, klar. Logisch. Ja. So, also ein Tatami zu schneiden ist keine Kunst. Also das ist jetzt. Don't say that. I'm so proud about it.
Okay, so, but do you think that, you know, you could take it and cut it and probably sharpen it a little bit beforehand? Mm-hmm. All right. Wir machen das mit dem Schleifstein nochmal ein bisschen schärfer und dann kriegen wir das hin. Wow, my poor little orc sword. Who would have thought? You're also using a peg into the stand. Is that necessary? Is that standard? Because a lot of people said that it's supposed to be freestanding for fair tests. Man kann natürlich die Matte auch frei hinstellen, das können wir auch gleich gerne noch machen. Aber wir schneiden jetzt erstmal eine mit Pin, das ist eigentlich so Standard, kann man sagen. Okay. So, before we start cutting the mat, a few questions that people ask. First of all, a lot of people said you have to cut it in an angle, like a 45 degree angle. Why I did cut it in a 90 degree angle. Is it not correct to cut in that direction? Nein, das ist völlig egal, welchen Winkel man schneidet. Also man schneidet in dem Winkel, in dem man braucht. Okay, and when you look at the video of me cutting through the mat, you know, I was doing something like this, right? I'll be careful, I promise. So a lot of people said you need to draw the sword over the mat to do it right, just like a pulling motion. I just pretty much like slapped away at the thing. Ja, das ist also wenn man also ganz normal schneidet, das heißt, wenn ich so schneide und ziehe praktisch die Hand nach unten, habe ich ja schon automatisch einen Schnitt. Das heißt, wenn ich jetzt in einen Körper reinschneide ich ja nicht so und bremse so eine eigene Kraft, sondern ich versuche ja ganze Kraft in den Schlag oder Schnitt hineinzubringen. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich wirklich durchschneide und nicht irgendwie so mache. Go! Wow, that was clean! Alright, that was more clean than my cut. And it looked like it wasn't an effort at all. It was. It looked real easy. Ja, es ist natürlich jahrelange Übung. Das ist halt. Im Prinzip ist es auch so, dass der Schnitttest mit Tatami-Matten auch so ein bisschen missverstanden wird. Eigentlich ist es eine Präzisionsübung. Eine Präzisionsübung, um einfach gezielte Schnitte ansetzen zu können. Normalerweise muss man zentimeterweise die Tatami-Matte zerschneiden können. Es kommt gar nicht unbedingt auf das Zerschneiden an, sondern wie sauber man das eigentlich macht und dass man die Winkel dementsprechend einhält. Okay. And that was pretty much a horizontal cut. Yeah, as you can see here. All right. So let's go for a 45 degree angle now. Ha! Tatami salami! And now we're trying to remove the peg and see if we can still cut the tatami. Wow, it worked, effortless. And the horizontal cut. Huh. Yeah, it seems like there's the major difference between pegged and no pegged is that it keeps erect after the cut. During the cut, it seems like it behaves entirely the same. That's probably because of the inertia. Yeah, hammer away. And now you're gonna test my famous orc sword. Yeah, that's gonna be interesting. Okay, hack away. Ha! It works! So why spend all that money on a samurai sword when all you need to do is buy a piece of a 5 euro flat steel? So I have to withdraw
my statement for my video. It is possible to cut this with a sharpened piece of flat steel. Yep. So it's all technique and the weapon actually doesn't really play that much of a role, right? Genau. Das ist, man braucht halt die dementsprechende Technik dazu und es muss natürlich scharf sein. Also okay, das hält, mine was a little blunt, I guess, yes. Es hält zwar jetzt nicht so lange die Schärfe, das Schwert, aber es funktioniert ja, wie man sieht. And this means that this thing could cut someone's leg off, right? Yeah. One leg, probably not the second, but... So now you're going to show us that you can even use a kitchen knife to cut through it? Genau, ich schneide jetzt mit einem Küchenmesser, weil auf die Länge kommt es nicht unbedingt immer drauf an. Don't say that lightly. Ich will eigentlich nur mal zeigen, dass es nicht schwer ist, Tatami-Matten zu schneiden, wenn das Gerät halt dementsprechend scharf ist. Und die Technik stimmt. Und die Technik stimmt. Okay, let me start the slow motion. All right, kitchen knife. Show us what you can. Darf, ja? Wow. Don't cut through the pig. Okay, now he's gonna try to teach me how to cut with a sword like this. Genau. Du nimmst ungefähr mit diesem Bereich, nimmst du Maß an der Matte, gehst einen Schritt zurück, gehst dann wieder einen Schritt vor und schneidest einfach. Und wichtig ist, dass du einfach die Klinge richtig hältst. Okay. Also genau schon im Schnittwinkel. Okay. So. Und dann? Und cut. Oh! There was nothing. Sag ich doch. I didn't even feel any resistance. It was just going through like butter. Alright, so I managed, thanks to you, to cut through this thing with my orc sword. Now a lot of people said that with right technique and the right katana, you can cut through this sword. Do you think that is possible? Also Stahl bleibt Stahl und ist egal, ob das ein Katana ist, ob das ein europäisches Schwert oder noch so gut ist. Ein Flachstahl, der 8x40 mm ist, den durchzuschneiden, da braucht man auch dementsprechende Masse. Das ist einfach ganz einfache Physik. So even a perfect sword, you know, would require so much force that no human being could ever do that, in your opinion. That's what I think too. Well, thanks for all the explanations and demonstrations. I think I learned a lot. I hope you did too. It was a great experience. Mm-hmm. Yeah. Thank you very much. Okay, I hope you like this, because that's it for today. Thanks and bye bye.